Herzlich willkommen zurück zu Splatoon im Multiplayer. Heute machen wir ein paar Ranked-Matches. Habe ich ja im letzten Part schon angekündigt, um euch den Ranked-Modus zu zeigen. Und der ist hier. Den kann man ab Level 10 machen. Ab Level 10 habt ihr Zugriff auf den Ranked-Modus. Und das ist ein anderer Spielmodi. Und zwar geht es hier um Herrschaft. Und nicht um Färbe so viel ein wie möglich, sondern um Herrschaft. Und da haben wir das Arowana-Center, die Dekarbahn-Station, was mir sehr zusagt, denn dann sehen wir auch mal andere Maps. Und hier geht es halt um den Rang bei mir oben im Moment C. Man fängt bei C- an, so wie hier Ears und so, gerade hier in der Lobby. Und es geht um einen kleinen Bereich in der Mitte, der da gerade zu sehen ist. Der muss eingenommen werden und gehalten werden. Und das versuchen wir jetzt. Auf der Map habe ich das noch nicht gemacht. So, auf hier ist es natürlich wichtig, nicht alles einzufärben, sondern so schnell wie möglich zum besagten Punkt zu kommen. Und das geht hier mit Schnellfeuerwaffen relativ gut. Und ich sehe gerade schon eine Station, wo ich mich draufstellen könnte. Ganz. Oh, da ist ein Sniper. Und da haben wir schon die Herrschaft. Und jetzt schießen wir eigentlich nur noch. Oh, da oben. So, den haben wir geholt. Da kommt der nächste. Da kam noch einer, ne? So, wir haben die Herrschaft. Oh, na. Ah, ich habe mich aber auch zu weit vorgewagt. Geist, die kommt von oben. Oh, die haben die auch, die Inferno-Raketen. Deswegen habe ich auch die Airbrush genommen, weil die Inferno-Rakete hier relativ wichtig ist. Denn die färbt halt auch mega viel ein. Und da stehen die da oben und campen da rum. Das ist natürlich richtig mies. So, da haben wir die Herrschaft zurück, fast zurückerlangt. Oh, da kommen sie runter. Das ist eine Rakete. Oh Gott. Sepiator A. Oh, da haben sie das ganze Team ausgelöscht. Das ist nie gut, wenn das passiert. Genau, geht mal links und rechts hoch. Ich auch. Ich hole mir nämlich jetzt mal die Raketen und hole die da von dem Turm runter. So. Und zwar stehen sie da immer. Habe ich ihn? Jawohl. Sehr gut. Das war schön, dass ich den da runtergeholt habe. Oh, da, ja, gut, da kommt noch einer. Ach, hier ist jetzt ein Übergang extra für die Map. Das ist nice. So, wir müssen hier aufpassen, dass sie hier nicht wieder langkommen. Alles mal einfärben hier. Die kommen ja gerne von hier. Oh, da springen sie. Ja, geh ruhig runter. So, den habe ich jetzt ein bisschen überrascht, würde ich sagen. Haben wir gerade die Herrschaft? Ja, die Zeit läuft für uns. Oh. Blaue Granate ist nicht nett. Herrschaft erlangt. Ah, ich komme mal von hinten. Warte, ich stelle mich mal hier hin. Ich schmeiß da wieder eine Rakete rein. Da, wo die immer stehen. Oh, drei Stück. Das ist natürlich blöd für die, wenn sie da immer stehen jetzt. So, Herrschaft. Oh, da kommt wieder eine Bombe. So, da war noch einer. Da. Nice. 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 Okay, alle erwischt. Das war schön. Oh, ich verstecke mich mal hier. Die kommen ja von hier. Da kommen sie schon. Ah, aber wir haben zwei mitgenommen. Nice. Nice, nice, nice. Das ist eine schöne Runde. Wir halten gut. Da oben ist noch so ein kleinerer Zähler. Ich weiß nicht, wie der gerechnet wird, aber der zählt irgendwie noch mit. Die, wenn die Blauen jetzt zum Beispiel erobern würden, müssten bei denen erst die unteren 43... Oh, da bin ich dumm reingerannt. Erst abgezogen werden. Sieht man bei dem jetzt, glaube ich, gleich, weil sie die Herrschaft kriegen werden. Dann müssen erst die 43 da weg. Ja, da. Da zählt er jetzt erst die 43 runter. Ich weiß nicht, wie es zählt. Das muss irgendwie zum Ausgleich passieren anscheinend. So, da haben wir die Herrschaft wieder. So. Jetzt gehen wir da hoch, schnell. So, den haben wir noch gekriegt. Egal, den Tod nehme ich hin. Solange er nicht färben kann und wir die Herrschaft erlangen. So, jetzt müssen wir sie auch halten. Dementsprechend. Ich glaube, das ist einfach nur zu Fairness, damit man noch eine Chance hat, bei 6 Sekunden oder so, was zu holen. So, ich muss mal ein bisschen färben, damit wir das Spezial noch kriegen. Pass auf hinter dir, ne? Ah, da kommt er schon. Der olle Snapperino. Alle Sniper. Was machen die da? Jetzt gehen sie aber aufs Ganze hier. Moment.
Muss mal von hinten kommen. So, wir haben ja noch Zeit. Diesen Special haben. So, einmal da reinschicken. Hat er mich gesehen? Schickt auch eine Rakete los. Gucken, ob er mich bemerkt. So, da dachte er, wäre jetzt safe. War er aber nicht. Mist, aber erst... Ah, ja, ich habe ihn auch gekriegt. Sehr gut. Eine Sekunde müssen wir es noch halten. Also, im Endeffekt. Aber es dauert noch ein bisschen länger. Wenn wir Pech haben, holen die Blauen es noch. Aber wir halten uns gut, weil wir die Strategie der Blauen... Oh nein, der Haupttimer läuft ab. Das heißt, wir werden sowieso gewinnen. Nice. Kriegen zwar nicht so viele Punkte dafür. Aber... Wir haben gewonnen. Die Runde hat lang gedauert, sonst dauern die gar nicht so lang. Aber die Blauen haben sich gut gehalten. Ja, jetzt kriegen wir nämlich 5 Punkte weniger. Ich weiß nicht, wie das gerechnet wird, aber wenn wir, trotzdem kriegen wir 1300 Punkte, insgesamt 1795. Nice. Und 15 Rangpunkte kriegen wir. Ich glaube, am Anfang kriegt man 20. Da hat man immer 20 bekommen. Ich glaube, man kriegt, je höher man kommt, immer weniger Punkte, damit das mit dem Rang aufsteigen auch ein bisschen schwerer wird. Aber wie gesagt, der Modus hier, das habe ich im letzten oder vorletzten Part gesagt, ist der beste Modus zum Farmen. Die Winrate ist halt 50-50. Je nach Team. Wenn man verliert, kriegt man halt 0. Wenn man gewinnt, kriegt man 1300. Also das ist schon gut. Ist halt, wenn man viel verliert, scheiße, dann ist der andere Modus besser, der normale. Weil dann kriegt man so auch Punkte, weil man dann ja Sachen einfärbt und dafür Punkte kriegt. Aber wenn man hier gut ist in dem Modus und vielleicht auch ein eingespieltes Team hat und sich gut anstellt, kriegt man hier richtig fette Erfahrungspunkte. Und auch Geld. Geld kriegt man auch ganz gut. Aber ich glaube, in diesen Rangkämpfen steigt dieser Rang hier Hammerhai langsamer auf. Ich glaube, der steigt dann nur in halben Schritten auf, weil das halt so krasse Punkte gibt. Damit man hier nicht so krass Geld farmen kann, glaube ich. Und jetzt bitte noch 2 Charuru und komm. Ich hätte gerne noch eine Runde in der Aufnahme. Manche Namen liest man hier echt oft. Da fragt man sich, ob das die gleichen Leute sind. Wäre interessant zu wissen. So. Die Dekabahn-Station habe ich auch noch nie gemacht. Oh, da ist das mittlere Feld richtig groß, glaube ich. Okay, wir haben keinen Roller. Die auch nicht. Das ist immer ganz gut, wenn keiner einen Roller hat. Weil der Roller halt immer so krass einfärbt. So. Was mache ich denn? Manchmal bin ich verwirrt und check den Modus nicht. Ich dachte jetzt, ich war jetzt schon wieder im Einfärbemodus. Sind das Feindbomben? Nee, okay. Hallöchen. Oh, da lag eine Mine. Gut, dass ich weggegangen bin. So, das hier ist also der Bereich. Okay, hier in der Mitte, genau. Wer ist gestorben? Ich hoffe... Da wollte er noch schnell weg. Oh, der Sniper schießt auf... Ach nee, das ist gerade... Lol. So. Komm, ärgern wir sie ein bisschen. So. Wenn jetzt einer lang kam. Pech. Oh. Oh, 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 oh. Okay, der war nur blau von der Farbe vom Gegner. Krieg ihn nicht. Und ich will auch eine Biene hinlegen. Oh, ist hinter mir einer? Da müssen wir nämlich auch aufpassen. Gegnerische Herrschaft erlangt. Ich dreh durch. Yes. 2 an der Mine verreckt. Sehr schön. Gut, dann springen wir mal zu einem hin, der schon da ist. So in der Luft schon immer anfangen zu ballern. Das sprayt noch schön. Oh, was? Ich sehe ihn noch nicht. So, gut. Oh, ich denke mal, er ist ein Feind hier, der Charu, weil... Oh nein. Weil er immer so blau ist. Weil er immer voll mit blauer Farbe ist. So, das ist unseres. Ich habe ihn gesehen. Ist irgendein Schatten gesprungen. Ey, ist jetzt mal gut mit euch. Da war eine Mine, oder? Nee, eine Galen hat mich erwischt. Ich dachte, eine Mine. So, einmal zum P-Squad-Squip. Oder wie auch immer er sich aussprechen will. Oh Gott, Leute. Lasst euch doch nicht immer so verarschen hier. So. Da springt er runter und kriegt erstmal aufs Gesicht und hat eine Mine gelegt. Der Hund. Legen die immer so schnell? Ich vergesse die aber auch immer. So, dann mal wieder zum Pi. Oh, da sitzt einer.
Ey, wie ich immer Doppeltode mache. Das ist nicht mehr feierlich. Aber 7, 6, 5. Ah, angehalten. Haben sie noch geschafft. Ende. Wir haben gewonnen. Ist der abgelaufen, der Timer? Ja, der Timer auf 0, ne? Der ist auf 0 gegangen wahrscheinlich. Ist er? Ist er nicht? Ist er. 500 Punkte. Wupp, wupp. 1600... Das heißt, ich krieg 2100 Punkte. Alter Vater. Alter Vater. Boah, sind das viele Punkte, die man hier kriegt. Und 75. Ah, noch zwei Kämpfe, die ich gewinnen müsste. Alter, das, oh, ich müsste mir eigentlich neue Ausrüstung kaufen vorher, damit die sich auflevelt. Aber es ist momentan nichts da. Einen machen wir noch, komm. Drei Rangkämpfe. Oh, und dann habe ich den... Ah, nee, Hammer hat ja trotzdem einen Punkt gegeben. Wir waren vorhin bei 7,5 und jetzt sind wir bei 8,5. Ich hatte das noch nie voll. Ich hoffe, wir gewinnen die Runde jetzt. Jetzt gewinnen wir sie eh nicht, weil ich es gesagt habe. Aber ich hoffe, wir gewinnen die. Einer noch, komm. Komm. Auch gerne wieder Dekaban-Station. Die Map hat Bock gemacht. Arowana Center hat man halt immer die fixen Punkte, wo die, wo man eine Rakete hin muss, ne? Hat man ja gesehen. Da standen die Blauen zu dritt, zu viert an einer Stelle. Das war ein bisschen blöd für die. Und dann eine gut gesetzte Rakete, wenn sie gerade nicht aufpassen. War nicht so gut. Okay, Dekaban. Sehr schön. Haben wir, glaube ich, zweimal Arowana, zweimal Dekaban. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Einmal Arowana gehabt, glaube ich. Okay. Okay, Russian. Russian, guys. Russian. Schon schießen beim Springen, Leute. Immer springen und schießen. Immer springen und schießen. Seht ihr, wie ich das mache? So machen. Ich tue gerade so, als ob ich voll die Ahnung hätte. So, das ist der erste. Ach, der mit seiner Kackmine. Starfire. Der hat mich in der letzten Runde auch mit der Mine gekriegt. Muss ich auch mal an mich dran gewöhnen. Oh. So, einmal eine Mine hier reingelegt. Oh Gott. Er hat wieder eine gelegt. Ja, habe ich gesehen. So. Kann ich eigentlich noch eine legen? Nee, wenn eine aktiv ist. Oh, was stehst du denn hinter mir? Geiei. Geiei. Da stand er da oben. Das ist der Platscher. Aber Jungs, das bringt euch nichts, wenn ihr das, wenn ihr da campt und uns so umbringt. Oh, fuck. Ja, natürlich. Das war jetzt blöd. Das war insofern blöd, dass ich genau nichts dagegen machen konnte. Ich habe halt gedrückt, habe die Rakete gesehen und... Alter, was ist hier los? So, ist unsers. Hat der eine Rakete? Du Geier! Ist er draufgegangen? Ich hoffe. Da kommt einer hin, Leute. Okay. Zu wenig Tinte. So, ich muss mal hier irgendwo auch eine Mine planten. Ja, wir halten uns gut. Was planen sie gerade? Oh Gott, lass mich weg. Ach, da rechts ist ein Feind. Ich sehe das hier nicht. Blau und grün, das sind Farben gerade, die schwer zu unterscheiden sind. Eigentlich nicht. Oh, sie haben gerade so leer geräumt. Oh, die können da gerade gut einfärben. Ich mag dieses Flug. Oh, ey. Hallo. Kumpel? So nicht. Haben uns wieder beide gleichzeitig gekriegt. Ich könnte kotzen. Das ist Starfire. Starfire wird mein Nemesis. So, jetzt gehen wir. Nein, ich will zu ihm. Zu ihm. Ah, jetzt habe ich mich falsch. Das ist doof, dass man das nicht nochmal ändern kann. Flunk. Ah, warte mal. Ich geh da hoch. Dauert zwar ein bisschen. Der Gegner führt. Am Arsch. Moment. Am Arsch. Moment. Einmal hier eine Rakete hin. So, Ziele angehalten. Alle gestorben. Sehr gut. Jetzt gehen wir da schnell hin. Hat aber gut geführt dann auf einmal. Ist hinter mir wieder einer? Oder hinter uns, oder? Nee. Kann der mal aufhören mit seinen Raketen? Oh, was? Wie hat er die denn... Das war krass. Wie passend hat er die denn gelegt, bitte? Der Timer läuft, Jungs. Die holen uns gerade gut ein. Wir müssen den da runterholen. Irgendwie.
Also manchmal kommen die Schüsse echt merkwürdig. So, warte mal. Kann ich mich irgendwie lang sneaken? Beide? Ja, komm. Wenigstens beide. Können wir die Herrschaft eben kriegen? Das wäre ganz nice. Ich will dahin. Ja, das ist gut. Oh, dann ist er weg, ey. Er geht mir nämlich auf die Nüsse. Wir müssen da mal rein. Wir müssen hier schnell hin. Ohne, dass sie es merken. Schnell. Schnell hier mal hin. Dann kommt hier doch immer einer. Dann können sie von hier schon mal nicht kommen. Da kommt einer. Nice. Einmal in die Mitte. Einmal schnell den Timer anhalten. Dann stellen wir uns hier hin. Der kommt nämlich wieder hier lang. Kommt er? Oh, ich kann eigentlich nicht warten. Okay, warte mal. Hier kommt jetzt noch einer hin. Nice. Unsers. Okay. Oh, okay. Ah, der hat sich versteckt. Der hat sich versteckt. Nice. Okay. Jetzt können wir es halten. Wir können es halten, wir können es halten, wir können es halten. Komm, eins zu einem von den beiden. Der Timer läuft, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, wenn das so bleibt. Nixer. Du färbst dir nichts ein. Du auch nicht. Oh, doch. Nein. Haben wir gewonnen? Haben wir gewonnen? Bitte. Yes. Oh. Oh. Aber ganz knapp. Ganz knapp. Aber für 1300 Punkte nehme ich ganz knapp auch hin. 1600 sogar. Nice. Boah, 13,9. Okay. Gut, ich würde sagen, im nächsten Part machen wir dann nochmal ein paar Rangkämpfe. Weil die machen echt Bock. Bis zum nächsten Mal und tschö, tschö. Oder, Moment. Wir gucken mal was. Wir gehen mal raus. Denn ich habe Hammer High 9,5. Wir reizen es aus und im nächsten Part gucken wir mal, ob wir da rüberkommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Daumen nach oben nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin.